Eigentlich wollte ich dieses Wochenende kein Video mehr bauen, aber ach, was soll's. Los geht's mit der Zusammenfassung des Star Citizen Geburtstags AMA, Akronym für Ask Me Anything. An Theaters of War wird gearbeitet und getestet. Damit wir KI-NPC-gesteuerte Schiffe sehen können werden, müssen noch einige Arbeiten am planetarischen NEV-Mesh abgeschlossen werden. Sobald das erledigt ist, kann CRG damit beginnen, das System in Missionen oder zufällige Begegnungen umzusetzen. Abschließend wird die KI in der Lage sein, reibungslos vom Schiff zum Beispiel auf eine Planetenoberfläche zu gehen. Dieser Entwicklungsschritt wird es CRG auch ermöglichen, Kreaturen zu erstellen, um zusätzliches Leben im Verse zu schaffen. Death of a Spaceman und Medical Gameplay werden in einem Calling All Devs diesen Monat besprochen. NPCs sollen remote durch Spieler zu steuern sein. Serverblades, also Serverbaugruppen oder Komponenten, werden benötigt für das Raketenabwehrsystem, die Möglichkeit zur Verschlüsselung und Entschlüsselung, ergo das Data Runner, Gameplay, Emissionscontroller im Kampf, elektronische Kriegsführung, Bergbau, Salvaging, Datenbanken für Händler, Kopfgeldjäger und Piraten, erweiterte Routennavigation und Sternenkarte, insbesondere für Handel- und Erkundungsgameplay, Schildmanagement, Itemlog-Systematik für die Zielaufschaltung im Kampf, die Tarnung von Gegenständen hinsichtlich des Schmuggel-Gameplays, interne Sicherheitssysteme der größeren Schiffe und das Drohnenmanagement. Dynamische Missionen benötigen als Voraussetzung das Quantumsystem von Tony Zurovec. Hierzu führt Tony noch weiter erklärend aus, dass sie Tests mit bis zu 2 Millionen Quantas durchführen, aber es so aussieht, als wenn sie nicht mehr als 100.000 Quantas pro System benötigen, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Sie haben damit begonnen, einige ausgewählte Bits der simulierten Daten mit dem Backend-Dienst zu verbinden, die die Spielserver speisen, wobei Dinge wie Treibstoff- und Reparaturpreise, Begegnungsarten und Frequenzen sowie Service-Beacons an erster Stelle stehen. Dies wird einige dramatische Auswirkungen auf das Spielerlebnis haben, da es dazu führen wird, dass bisher uneinheitliche Dinge wie Piratenaktivitäten, Hilferufe und der Preis für Reparaturen in einem Gebiet sich endlich so anfühlen werden, als wären sie alle miteinander verbunden. Auf die Frage hin, wie lange CRG brauchen wird, um die in der Lore erwähnten 95 Systeme, 324 Planeten, 74 Monde, 50 Raumstationen und 76 Asteroidenformationen zu erstellen, antwortet Todd Pepi, dass sie immer noch dabei sind, gerade vor diesem Hintergrund die entsprechenden Werkzeuge zu entwickeln, die es später ermöglichen sollen, zum Beispiel ein Sonnensystem in einem Arbeitsdurchgang zu erstellen. Als Referenz führt er auf, dass die Erstellung der ersten Monde 1 Jahr jeweils gedauert hat, eine Arbeit, die aktuell in 2 Wochen umgesetzt werden kann. Und hier wird man noch schneller werden. Auf die umfangreiche Frage eines Users, die die Planung und Intransparenz der Entwicklung von Squadron 42 kritisiert, weist Chris Roberts auf das neue Briefing Room Format hin. Weiterhin erklärt er, dass es diesbezüglich unmöglich ist, es allen Leuten ständig recht zu machen und es bei einem so komplizierten Projekt wie Star Citizen oder sogar Squadron 42 unmöglich ist, in Beton gegossene Termine zu geben aufgrund der extrem umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Deshalb hat er trotz allem das Gefühl, sein Versprechen erfüllt zu haben, was aber nicht bedeutet, dass er sich und die Projektarbeit nicht ständig hinterfragt und guckt, wo effizienter und besser gearbeitet werden kann. Squadron 42 ist fertig, wenn es fertig ist. Und er geht keinerlei Kompromisse diesbezüglich mehr ein und weist hier auch darauf hin, dass es noch sehr viel zu tun gibt, bis Squadron 42 in eine Beta-Phase eingehen kann. Flüsse sind geplant. Pyro kommt, und zwar zusammen mit Server-Meshing. Es wird regelmäßig zufällige Ingame-Events wie die Fleet Week geben. Für den Basenbau wird iCache benötigt. Zudem wird an Werkzeugen gearbeitet, die den dynamischen Bau von Basen ermöglichen soll. Das Ziel ist, dass die Pioneer keine statischen, vorgefertigten Gebäude schlicht absetzt, sondern so flexibel wie möglich Basen bauen können soll. Das Raumsystem und das Management von Rohrleitungen als Ressourcen auf allen Schiffen wird ein tiefgreifendes System, mittels dessen man Energie umleiten und oder einen Gegenstand physisch ersetzen muss, um das Schiff am Laufen zu halten. Dieselbe Spielmechanik wird es für Stationen und Außenposten geben. Das manuelle Be- und Entladen von Fracht steht ganz oben auf der Prioritätenliste und wird über den Traktorstrahl möglich sein, erfordert aber auch einige Überarbeitungen des Cargo-Grid-Systems, um es mit der lokalen Datenspeicherung und dem iCache kompatibel zu machen. So, das war in aller Kürze das AMA, Ask Me Anything. Und bevor wir zum Briefing Room übergehen, den ich euch ebenfalls zusammengefasst übersetzt habe, lese ich euch den Letter of the Chairman von Chris Roberts vor.
Hallo Citizens! Das Jahr 2020 war in mehrfacher Hinsicht ein bedeutsames Jahr. Wir haben die 300 Millionen Dollar an Crowdfunding überschritten und obwohl wir erst etwas mehr als drei Viertel des Jahres hinter uns haben, ist es in Bezug auf Einnahmen, Spieler und Engagement bereits unser größtes Jahr. Wir sind auf dem besten Weg, dieses Jahr fast 1 Million Spieler im Spiel zu haben, wovon fast 250.000 neue Spieler in den letzten 9 Monaten bereits ihre ersten Schritte im Star Citizen-Universum unternommen haben. Und ihr alle, die beste Gaming-Community, habt sie mit offenen Armen empfangen, sie herumgeführt, ihnen bei der Erklärung der Mechaniken geholfen und ihnen sogar Schiffe zum Ausprobieren geliehen. Es war auch ein sehr schwieriges Jahr für alle auf der ganzen Welt. Ich hatte erwartet, auf einer Bühne im Los Angeles Convention Center zu stehen und vor ein paar tausend Community-Mitgliedern persönlich eine Keynote vorzustellen. Stattdessen schreibe ich dies nun von zu Hause aus, da ich seit 6 Monaten nicht mehr im Büro war. Das Leben der Menschen wurde durch die Gefahren und Herausforderungen von Covid-19 auf den Kopf gestellt. Im März stellten wir alle 5 unserer Studios auf Homeoffice, auf Heimarbeit um, was keine leichte Aufgabe war. Dank unserer IT- und Betriebsteams gab es nur minimale Unterbrechungen bei der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42. Wir haben das Glück, in einer Branche zu sein, in der man remote arbeiten kann. Und während wir dafür dankbar sind, richten sich unsere Gedanken an alle, die nicht so viel Glück haben. Es ist 8 Jahre her, dass wir diese Reise gemeinsam begonnen haben. Es sind Zeiten wie diese, in denen man darüber nachdenkt, wo man angefangen hat, wie weit man gekommen ist und wohin man geht. Die Reise ist nicht kurz gewesen und unser Ziel ist mit der zunehmenden Unterstützung aller ehrgeiziger geworden, ein Universum mit einer Detailgenauigkeit und einem Maßstab aufzubauen, von dem niemand auch nur zu träumen gewagt hat. Wenn ich mir all die unglaublichen Meilensteine, die Technologie und die Inhalte anschaue, die wir bisher geschaffen haben und die Funktionen und Inhalte, die wir noch vor uns haben, denke ich an John F. Kennedys Rede an der Rice University am 12. September vor 58 Jahren. Diese Rede ist hier als Video eingebunden, im Text dauert aber 20 Minuten. Wer reinschauen möchte, der klickt gerne hier auf den Link rechts oben. Wir haben uns dafür entschieden, schreibt Chris weiter, ein Spiel mit der Komplexität und dem Ehrgeiz von Star Citizen zu entwickeln, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Wir bauen ein Spiel, von dem ich, und ich wage zu behaupten, ihr alle, geträumt habe, seit wir angefangen haben, Spiele zu spielen. Ein Spiel, von dem ich aufgrund der wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen nie gedacht hätte, dass es möglich sein könnte. Gemeinsam, als eine Gemeinschaft von Entwicklern und Spielern, erschaffen wir ein vollständiges, immersives First-Person-Science-Fiction-Universum, in dem man nahtlos alles tun und überall hingehen kann, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Wir bauen es als eine gemeinsame Gemeinschaftserfahrung auf, in der sich Freunde treffen oder neue Freunde finden können, Entwickler und Spieler interagieren und sich gegenseitig ausrauben. Und geografische Grenzen und Sprachbarrieren fallen, wenn die Star Citizen Community spielt und sich zusammenschließt, wobei alte und neue Piloten gleichermaßen willkommen sind. Falls ihr es noch nicht getan habt, nehmt euch die Zeit, das heute neu veröffentlichte One Community Video anzusehen, das die starken Verbindungen und Freundschaften vermittelt, die sich in der Star Citizen Community jeden Tag bilden. Es sind diese Verbindungen, die uns alle miteinander verbinden, nicht nur als Spieler, sondern auch als Menschen. Und in Zeiten wie diesen ist das wichtiger als je zuvor. Und wie die Menschen in Kennedys Moonshot-Rede haben wir bei unserer Suche nach den Sternen bereits viel erreicht. 64-Bit mathematische Präzision, die es unserem Spiel ermöglicht, sowohl millimetergenaue Details als auch Milliarden von Kilometern Maßstab zu haben. Etwas, was keine andere kommerzielle Spielengine hat. Unsere Planetentechnologie ermöglicht es uns, ganze Planeten und Monde bis hinunter zum kleinsten Felsen oder zur kleinsten Blume zu rendern und zu simulieren. Wenn ihr es sehen könnt, könnt ihr dorthin reisen. Die von uns entwickelten Verfahrenswerkzeuge ermöglichen es unseren Artists, maßstabsgetreu zu malen, um atemberaubende und sehr spezifische Umgebungen zu schaffen. Mit unserer Physics-Grid-Technologie können wir nahtlos zwischen verschiedenen physikalischen Simulationen wie der lokalen Schwerkraft im Raumschiff bis zum 0G, bis zur Schwerelosigkeit des Weltraums, bis zur Schwerkraft eines um seine Achse rotierenden Planeten zu wechseln.
Das Item-Port-System ermöglicht es uns, die Funktionalität in diskrete Komponenten wie Kraftwerke, Schildgeneratoren, Lebenserhaltung, Türen, Sitze, Triebwerke, Geschütztürme, Geschütze und vieles mehr zu zerlegen, was ein systemisches Verhalten in unseren Raumschiffen, Fahrzeugen und Umgebungen ermöglicht. Unser vereinheitlichtes Schauspieler Rick ermöglicht es uns, die gleichen Animationen und Details in erster und dritter Person zu haben, was eine möglichst reichhaltige Multiplayer-Erfahrung ermöglicht. Mit Object Container Streaming können wir das Universum um den Spieler herum im Client oder auf dem Server beliebig rein und raus streamen, sodass wir nur die Teile des Universums anzeigen und simulieren können, die wir benötigen. Unsere DNA-Gesichtstechnik ermöglicht es uns, verschiedene gescannte menschliche Merkmale realistisch miteinander zu vermischen, um glaubwürdige menschliche Köpfe für eure Ingame-Charaktere zu schaffen. Unsere Face-over-IP-Technologie ermöglicht es euch, die Gesichtsbewegungen eures Ingame-Charakters zu steuern und eure Stimme diegetisch in das Spiel einzubinden. Kein anderes Spiel verfügt über all diese Funktionen auf einmal und das bei einer so hohen Treue, wie wir sie bieten. Im Laufe der Zeit haben wir ein Unternehmen mit über 640 Mitarbeitern aufgebaut, die auf 5 Studios in 4 Zeitzonen verteilt sind. Keine Kleinigkeit, als wir vor 8 Jahren ohne Büro und mit einigen wenigen Mitarbeitern begannen. Wir sind zwar im übertragenen Sinne auf dem Weg zum Mond, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen noch einige Schlüsseltechnologien vervollständigen, um das übergangslose Spieluniversum abzurunden. iCache wird es uns ermöglichen, den Zustand jedes beliebigen dynamischen Gegenstandes im Universum aufzuzeichnen, sodass ihr auf einem Planeten landen, eine Kaffeetasse in einem Wald auf einem abgelegenen Planeten fallen lassen, weggehen und einen Monat später zurückkommen könnt, um die Kaffeetasse immer noch dort zu sehen, wo ihr sie stehen gelassen habt. iCache eröffnet Star Citizen die wahre Persistenz des Spieluniversums und ermöglicht das, was wir Physical Inventory, physikalisiertes Inventar nennen, bei der ihr keine magische Tasche mehr in der Hand haben werdet. Ihr werdet auf die Gegenstände beschränkt sein, die ihr physisch tragen oder ausrüsten könnt und die ihr auf eurem Schiff oder eurem HEP aufbewahren könnt. Mit dem Physical Inventory wird die Verwaltung von Gegenständen und Ressourcen viel wichtiger. Was ihr auf euer Schiff mitnehmt, ist wichtig. Reist ihr in eine feindliche Umgebung? Dann ist es besser, Platz für die Lagerung eines Schutzanzuges zu haben. Die Wahl des Schiffes und die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Ressourcen, das wird viel wichtiger. Wir haben große Fortschritte bei iCache gemacht und hoffen, es bis zum zweiten Quartal 2021 in einem Live-Bild zu haben. Klammer auf, hoffen, nicht versprechen. Klammer zu. Server-Meshing ist ein weiterer großer technischer Meilenstein, der vor uns liegt. Er hängt vom iCache ab, da dieses es den verschiedenen Servern im Mesh ermöglicht, eine einheitliche Momentaufnahme des Zustands des Universums zu nutzen. Aber wir haben in den letzten Jahren daran gearbeitet und hoffen, die erste Iteration bis zum nächsten Jahr in den Händen der Spieler zu haben. Das wird es uns ermöglichen, die Anzahl der Spieler über 50 hinaus auf Tausende gleichzeitig in derselben, in Anführungsstrichen, Instanz stark zu erhöhen, da die Technik zusätzliche Server aufschalten wird, um die Simulationslast in einem Gebiet zu bewältigen, wenn die Anzahl der Spieler steigt. Dann wird Star Citizen zu einem echten Massively Multiplayer Game. Die große letzte technische Initiative ist die Hintergrund-Universums-Simulation, die Tony Zurovec auf der letztjährigen CitizenCon als Quantum bezeichnet und vorgestellt hat. Tony und sein Team haben hart an den Backend-Diensten gearbeitet, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Spielservern und der Gesamtuniversums-Simulation zu ermöglichen, die den Zustand der Spielserver übernimmt und es nutzt, um die globale Universums-Simulation zu beeinflussen. Dies schafft Ursache und Wirkung in den Rohstoffpreisen, den erstellten Missionen und den KI-Zielen, die auf den Handlungen der Spielerpopulation basieren. Diese drei Schlüsseltechnologien werden die wichtigsten technischen Säulen vervollständigen, die es uns ermöglichen, ein dynamisches und nahtloses Universum mit unglaublicher Detailgenauigkeit und Größe zu liefern. Alle sind bereits weit fortgeschritten in der Entwicklung, sodass die Frage nicht mehr ob lautet, sondern wann. Wenn dies geschieht, können wir damit beginnen, die Schleusentore in Bezug auf Standorte und Inhalte zu öffnen, worauf wir uns vorbereitet haben, indem wir uns auf die Verbesserung der Planetentechnologie und ihrer verfahrenstechnischen Erstellungswerkzeuge konzentrieren, während wir darauf warten, dass das Server-Meshing online geht. Wir haben die Schaffung eines Planeten von Monaten auf ein paar Wochen verkürzt, wenn wir über die entsprechenden Biome und Assets verfügen.
Wir haben uns auf Werkzeuge konzentriert, die es uns ermöglichen werden, Landezonen und Siedlungen im korrekten Maßstab zu bauen, wenn wir die modularen Teile zur Verfügung haben. Zusammen mit diesen letzten großen technischen Hürden haben wir uns bemüht, die Spielerfahrung, die Quality of Life und die Stabilität des Spiels zu verbessern. Wir haben das Vehicle Experience Team ins Leben gerufen, um uns auf das Gefühl der Raumfahrt und des Kampfes zu konzentrieren. Und wir haben ähnliche bevorstehende Initiativen auf der Seite der Akteure, der Spieler, die sich auf die Spielinteraktionserfahrung konzentrieren. Einiges davon werdet ihr bereits mit der Veröffentlichung von 3.10 zu schätzen gelernt haben, die in der ersten Runde der Verbesserung der Spielerfahrung des Flug- und Geschützturm-Gameplays mit sich brachte. 3.11 setzt dies mit Verbesserungen fort beim Raketen- und Gegenmaßnahmen-Gameplay. Wir glauben, dass dieser Schwerpunkt auf Stabilität und Spielerfahrung geholfen hat und sich in unserem verstärkten Benutzerengagement in diesem Jahr zeigt. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben bereits jetzt in 3.11 die Berufe anderer Weltraumspiele. Erkundung, Frachttransport, Handel, Söldner, Piraten, Kopfgeldjagd und Bergbau. Wir haben große Pläne für Bergung, Reparatur, Medizin, Datenverarbeitung, Landwirtschaft und Herstellung. Aber wenn wir uns nur die Zeit nehmen würden, die bestehenden Berufe fertigzustellen und sie aufzupolieren, dann wäre Star Citizen konkurrenzlos. Ein Teil der Kommentare, es gibt keine Gameplay-Loops, die ich gelegentlich sehe, die kommen daher, dass die Basisberufe oft in ihrer Funktionalität noch unvollständig sind. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, effektiv Fracht von einem Schiff einzusammeln, das man gerade als Pirat hochgenommen hat. Zusammen mit gelegentlich auftretenden Fehlern im Spiel und mangelndem Schliff vermittelt das den Eindruck, dass es viel weniger gibt, als tatsächlich vorhanden ist. Dies zu beheben, zusammen mit der Verbesserung des anfänglichen Benutzererlebnisses, sind die Kernpunkte unserer bevorstehenden Erlebnisinitiative, wobei die Bereiche Fracht, Piraterie und Kopfgeldjagd ganz oben auf der Liste stehen, um die zusätzliche Liebe und Aufmerksamkeit zu erhalten, die diese Berufe vollständig abrundet und unterhaltsam macht. Und es geht nicht nur um unser Ziel, sondern auch um die Reise. Und auf dem Weg dorthin wollen wir dafür sorgen, dass es Spaß macht, Star Citizen zu spielen und zu unterstützen, während es um euch herum fertig wird. Die Fleet Week im Mai war nur die erste von vielen dynamischen Veranstaltungen, die wir planen. Die diesjährige intergalaktische Luft- und Raumfahrtausstellung zieht an einen völlig neuen Standort um, der von Grund auf in New Babbage auf Microtech gebaut wird. Und es wurden einige beunruhigende Übertragungen aus Pyro aufgefangen. Wie bei unseren vielen technischen Hürden geht es auch hier nicht darum, ob Star Citizen jemals eine kritische Masse erreichen wird, sondern wann. Die Zukunft wird von Quartal zu Quartal vielversprechender, denn jede Veröffentlichung ist ein schrittweiser und greifbarer Schritt zu dem voll dynamischen First-Person-Sandbox-Universum, von dem wir alle geträumt haben. Bringt lieber eure Sonnenbrillen mit. Oder wie wir hier in Deutschland sagen würden, zieht euch warm an. Wir haben viele aufregende Funktionen in der Entwicklung, von groß bis klein. Aber ich werde die Einzelheiten dazu der neuen öffentlichen Roadmap überlassen, an der wir gearbeitet haben und auf die wir im August einen Blick geworfen haben. Der große Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Format besteht darin, dass ihr sehen werdet, woran jedes Mitglied des Entwicklungsteams arbeitet, auch wenn es an etwas arbeitet, für das es in nächster Zeit noch keine Ergebnisse gibt. Ich weiß, dass sich einige Leute fragen, warum es so lange dauert, eine Roadmap zu überarbeiten. Aber es geht um viel mehr als das. Wir zeigen grundlegend andere Informationen als zuvor und wir brauchen ein System, das nicht viel manuelle Pflege erfordert. Das ist eine riesige Herausforderung, bei einem so umfangreichen Projekt das zu organisieren und aufzuzeigen, woran alle arbeiten. Wir haben 58 individuelle Sprintteams, die aus 3, 4 bis zu 20 Personen bestehen. Einen Überblick auf hoher, abstrahierter Ebene darüber zu haben, woran 500 Entwickler arbeiten, wobei man sich auf die einzelnen Ressourcen beschränken kann, das ist nicht so einfach, wie ein Trello-Board für ein 20-köpfiges Entwicklungsteam zusammenzustellen. Wir möchten, dass ihr eine Version von dem seht, was wir intern verwenden und sehen. Daher gibt es auf der Web-Plattform eine Menge Engineering sowohl für die Anzeige als auch für die Datenerfassung aus unserer Jira-Datenbank. Abhängig von den Fortschritten von Turbulent hoffen wir, dass die erste Iteration der neuen Public Roadmap für Star Citizen und Squadron 42 gegen Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden kann. Heute veröffentlichen wir den ersten Teil von The Briefing Room, der als ausführliche vierteljährliche Sendung über Squadron 42 geplant ist.
in der diskutiert wird, was das Team erreicht hat. Eine Art wirklich großer Sprint-Report. Und in der man tief in ein Feature oder ein Stück Inhalt eintauchen kann. Die erste Episode hat keinen visuellen vierteljährlichen Bericht, der in den zukünftigen Folgen erscheinen wird, aber sie dauert 1 Stunde und 18 Minuten, also nehmt euch etwas Zeit, um es euch anzusehen. Ich weiß, dass es eine gewisse Frustration gegeben hat, seit wir angekündigt haben, dass wir die aktuelle Roadmap von Squadron 42 erst dann aktualisieren werden, wenn wir die neue Roadmap aufgesetzt haben. Es ist uns sehr wichtig, ein Spiel zu liefern, das den Höhepunkt des Singleplayer-Story-Weltraumabenteuers bilden wird. Ein Spiel, das dem Vermächtnis von Wing Commander gerecht wird und neue Wege des interaktiven Geschichtenerzählens beschreitet. Ähnlich wie bei Star Citizen träumte ich bei Squadron 42 immer davon, in eine fesselnde Geschichte einzutauchen, in der ich der Star meines eigenen riesigen Weltraum-Epos bin. Damals, als ich die Wing Commander-Serie entwickelte, gab es immer technische Beschränkungen, sodass ich mir meine Kämpfe selbst aussuchen musste. Sprich, Anmerkung von mir, den besten Kompromiss aus technischer Möglichkeit und Vision suchen. Aber mit Squadron 42, schreibt Chris weiter, kann ich euch als Spieler endlich in euer eigenes Abenteuer eintauchen lassen. Ein Abenteuer, das es mit jedem Kinofilm aufnehmen kann. Ihr könnt mit den Charakteren, die von einigen eurer Lieblingsschauspieler gespielt werden, interagieren und Beziehungen zu ihnen aufbauen, Schlachten schlagen und durch Sets gehen, die jeden Star Wars-Film stolz machen würden. Ich hätte mich an das ursprüngliche, viel einfachere Spiel halten können, das 2012 vorgestellt wurde, aber mit der Erweiterung des Spielumfangs für Star Citizen hatte ich das Gefühl, dass ich ein Einzelspielerspiel entwickeln musste, das es mit den Mehrspielerambitionen von Star Citizen aufnehmen konnte. Mit der Menge an Liebe und Mühe, die in Squadron 42 gesteckt wurde, werden wir es erst dann veröffentlichen, wenn es vollständig ausgefeilt ist, sich großartig spielt und einen emotionalen Schwung hat. Das ist ein ganz anderer Ansatz als bei Star Citizen, wo wir alle 3 Monate iterativ Funktionalität und Inhalte veröffentlichen, sodass greifbare Fortschritte zu sehen und zu spielen sind. Bei vielen Inhalten von Squadron 42 ist es sehr schwer, sie als fertig zu bezeichnen, da wir das Gameplay, die Umgebungen, die Charaktere, die Requisiten und die Schiffe bis zur Veröffentlichung aufpolieren werden. Daher waren wir der Meinung, dass eine Neuausrichtung der Roadmap mehr auf das, woran die Leute arbeiten, als auf einzelne Leistungen pro Quartal den Leuten eine viel bessere Vorstellung davon vermitteln würde, wo wir bei der Entwicklung von Squadron 42 stehen und wie hart alle daran arbeiten. Jede unserer Roadmaps ist nur eine Momentaufnahme dessen, wo wir stehen, was uns unserer Meinung nach noch bleibt und wie lange sie voraussichtlich noch dauern wird. Aber genau das sind sie. Schätzungen. Und so können sie falsch sein. Und das sind sie auch oft. Wir schauen uns ständig an, wie wir bei unseren früheren Sprints gefahren sind, was gut gelaufen ist, was nicht und wie wir uns verbessern werden und wir berücksichtigen diese neuen Daten in unseren zukünftigen Schätzungen, um zu versuchen, sie genauer zu machen. Je mehr wir die erforderliche Funktionalität und den Inhalt von Squadron 42 abschließen, desto genauer wird die Schätzung, wann wir ein Ziel erreichen werden, da es weniger unvorhersehbare Elemente in der Roadmap geben wird. Ich weiß, dass jeder ein endgültiges Datum haben möchte, wann Squadron 42 fertig sein wird. Aber die beste Antwort, die ich euch allen geben kann, ist, dass Squadron 42 fertig sein wird, wenn es fertig ist. Und das wird nicht in diesem Jahr sein. Aber ab Dezember dieses Jahres solltet ihr einen besseren Einblick in das erhalten, woran das Team arbeitet, oder die Teams arbeiten und was noch übrig ist. Und mit dem Briefing Room werdet ihr einen viel tieferen Einblick in das erhalten, was wir getan haben, sowie in die Funktionen und Inhalte, die wir euch ohne Spoiler zeigen können. Ich möchte selber, dass Squadron 42 fertig wird und von euch allen gespielt wird, mehr als jeder andere. Ich kann euch sagen, dass sich das Team im Close-Out-Modus befindet und wir aktiv versuchen, unsere verbleibenden Aufgaben abzuarbeiten, wegzuräumen, um uns auf den Feinschliff des Gameplays zu konzentrieren. Es wird ein Spiel sein, das das Warten wert ist und auf das das Team und ich und ihr, die Community, die seine Entstehung unterstützt hat, stolz sein werden. Ohne euch alle und ohne eure unermüdliche Unterstützung und Begeisterung, die Unterstützer, die Bäcker, die pflichtbewusst jede Evocati oder PTU-Veröffentlichung spielen, um bei der Fehlersuche zu helfen,
Die Content-Ersteller, die die verblüffendsten Screenshots oder schönsten Videos erstellen. Die Streamer, die das Spiel täglich spielen und zeigen, wie viel Spaß Star Citizen schon in seinem frühen Stadium machen kann, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Star Citizen und Squadron 42 sind Spiele ohne Kompromisse, mit Ambitionen, für die es nichts Vergleichbares gibt. Es gibt keine andere Situation, in der ich oder irgendjemand anders auf eine solche Art und Weise wie ein Löwe für Erfolg und Umsetzung kämpfen würde. Kein Verleger will die Zeit und das Geld investieren, um so etwas aufzubauen. Es ist nur mit der Unterstützung der besten Gaming-Community möglich, die sich nicht um vierteljährliche Gewinnzahlen schert, sondern Qualität und Umfang über alles andere stellt. Mit Star Citizen könnt ihr den Fortschritt alle 3 Monate sehen und spielen. Und selbst wenn ein bestimmtes Feature oder ein Stück Inhalt, auf das ihr euch gefreut habt, noch nicht geliefert wurde, dann könnt ihr euch das Spiel bereits heute ansehen und die enormen Fortschritte sehen, seit wir im Dezember 2015 die ersten kleinen Schritte in das persistente Spieluniversum unternommen haben. Mit iCache und Servermeshing am Horizont, in greifbarer Nähe, kombiniert mit dem Fokus auf Glanz und Lebensqualität, Spielerlebnis, wird Star Citizen zu einem Spiel ohnegleichen werden, das über viele Jahre langsam wachsen und sich entwickeln wird. Eve und World of Warcraft sind auch nach mehr als einem Jahrzehnt noch in vollem Gange. Und meine Vision für Star Citizen ist noch viel länger. Solange Menschen sich in einem anderen Universum verlieren wollen, um mit ihren Freunden zu spielen, neue Freunde zu finden. Solange die Menschen Science Fiction und die Fantasie von Reisen zu den Sternen lieben, werden wir hier sein, um eine Flucht wie keine andere zu ermöglichen. Ich danke jedem Einzelnen von euch von ganzem Herzen für alles, was ihr getan habt und weiterhin tut. Happy Star Citizen Day für uns alle. Chris. Chris war von Beginn an die Glaubwürdigkeit am wichtigsten. Der Fokus liegt deshalb auf der Immersion. Eine Menge Assets sind einzigartig, die Lokationen im Spiel, alles ist wirklich anders. Welcome to the briefing room, a show fully focused on Squadron 42. Durch die Sendung führt Brian Chambers, Vice President of Development, begleitet von Creative Director Nick Elms und zu Beginn Lead-Level-Designer Ross Wilding. Das Designteam von Squadron 42 besteht aus 3 Teams. Das FPS-Team von Ross für die gesamte Kampferfahrung zu Fuß, das Flight-Team, das Flugteam für die Spielerfahrung mit Raumschiffen und das Social-Team, das alle erzählerischen Elemente des Spiels in der Hand hält. Als erstes sprechen die 3 über die Asiado-Station, eine stillgelegte Kommunikationsstation, die sich im Odin-System befindet, wo 90% von Episode 1 stattfinden wird. Die Asiado-Station besuchen wir sehr früh im Spiel und ist eines der ersten Male, wo wir Spieler mehr Handlungsfreiheit im Spiel haben werden. Aus diesem Hintergrund hat man die Station verhältnismäßig klein gehalten. Tatsächlich ist sie eine der kleinsten Lokationen des Spiels, was aber nicht bedeutet, dass sie klein ist. Hier sehen wir eine der ersten Entwürfe dieser Station. Wie man sehen kann, sieht sie im Grunde wie eine Satellitenschüssel aus. Das ist etwas, für das man sich recht früh in der Designphase entschieden hat, weil man eine einzigartige, wiedererkennbare Form erstellen wollte. Ein weiterer Aspekt, der das unterstützt, ist die zylindrische Form, die es ermöglicht, sich der Station in jedem beliebigen Winkel zu nähern. Sobald die Außenform feststand, ist man an den Entwurf des Innendesigns gegangen. Im Fokus standen hier Funktionalität und Glaubwürdigkeit dieser Spielumgebung. Und hierzu orientiert man sich an realen Umgebungsvorbildern und verändert diese dann in Richtung Science Fiction. Da
Da es sich um eine stillgelegte Kommunikationsstation handelt, ist der Schlüsselraum das sogenannte Mission Control. Sobald man Schlüsselumgebungen wie diese identifiziert und entworfen hatte, machte man sich an Design und Entwicklung der übrigen Bereiche der Station. Was wir hier sehen, ist der Entwurf eines Wohnbereichs, wo die Mitarbeiter wie in einem Bienenstock jeweils nur die hier zu sehenden Kojen als Rückzugs- und Erholungsraum haben. Hier noch einige Konzepte der gemeinsamen Aufenthaltsbereiche. Hier ist nochmal so eine Koje bzw. Pod in einer Detailaufnahme zu sehen, etwas größer wirkend als im Konzeptbild zuvor. Der Fokus bei der Erstellung der Levelstruktur lag auf einer hohen Immersion. Man wollte keine typische Shooter-Map, wo man weiß, dass man um die Ecke den nächsten Gegner umlegen muss und dahin gehen soll, wo der Zielmarker hinzeigt. Stattdessen steht alles im Fokus des Erkundungs-Gameplays, des Entdeckens, wo man sich als Spieler so verhalten sollte, wie man es im richtigen Leben auch tun würde. Um zu überprüfen, ob das Leveldesign dieses Spielerlebnis auch widerspiegelt, rennen die Designer immer wieder in ihren eigenen Entwurfsleveln herum, betrachten jede Ecke, jedes Licht kritisch, auch hinsichtlich Interaktion. Jeder Raum und jede Ausstattung soll so physikalisiert und interaktiv wie möglich sein. Squadron 42 soll ein Sandboxy-Game werden, wie es die Entwickler formulieren, und das soll sich auch in Aspekten wie einzelnen Räumen widerspiegeln. Und das zeigt sich auch in versteckten Zugängen, der Möglichkeit, zum Beispiel durch Belüftungsröhren zu kriechen, also das, was Stealth-Gameplay entsprechend unterstützen soll. Hier ein Konzept einer Kommunikationskontrollkonsole. Hier dann der fortgeschrittene Entwicklungsstand zwischen White- und Greybox, wie uns hier erklärt wird. Hier noch mehr Konsolen, die mich spontan ans Innendesign der Nostromo erinnert hat. Sobald die Räume fertiggestellt sind, werden Verbindungselemente erstellt, wo wir hier einige Konzeptzeichnungen sehen. Hier wieder eine fortgeschrittene Version. Hier nochmal ein Vergleich zwischen Blockout-Phase und der präfinalen Version, respektive die sogenannte Final Art Phase. CRG möchte den Spielern hinsichtlich des Leveldesigns quasi folgen und in diesem Zuge versuchen, ihn durch Designelemente anzuregen, zu ermutigen, nicht nur den offensichtlichen Hauptweg zu nutzen, sondern vielleicht sich ein paar Schleichwege zu suchen, also die Stealth-Option zu nutzen. Dieser Raum hier wirkt sehr klaustrophobisch, weshalb man ihn in der finalen Version geöffnet hat, um Licht von außen hereinscheinen zu lassen und dem Spieler so mehr Raum quasi zum Atmen gibt. Leveldesign ist also ein stark iterativer Prozess, der sich aus Entwurf, kritischer Prüfung, Nacharbeit, Verbesserung, erneuter Prüfung etc. zusammensetzt. Hier sieht man die Asiado-Station im Editor. Sie befindet sich im Odin-System, wie gesagt. Im Hintergrund sieht man den sogenannten Coil, was der Weltraum, Nebel, Wirbel im Hintergrund ist. Diese blütenblattartigen Sonnenkollektoren an den Seiten sind aktuell eingeklappt, können sich aber ausklappen. Viele der möglichen Eingänge befinden sich an der Unterseite der Satellitenstation. Das war eine bewusste Entscheidung, nachdem man einen eher versteckten Zugang oben in der Spitze eingebaut hatte, im sogenannten Crow's Nest, aber dann befand, dass das etwas zu obskur und nicht offensichtlich genug zu finden sei. Jetzt kann man hier mit seinem Raumschiff landen, durch die großen Fenster in die Station hineinschauen und dort die KI-NPCs herumlaufen sehen, um sich dann seine Strategie zu überlegen. Hier sind wir unterhalb der Anlage. Wie erwähnt, gibt es mehrere Eingangsmöglichkeiten. Man könnte auch im Hangar landen, was dann aber nicht mehr wirklich etwas mit Stealth-Gameplay zu tun hätte.
Hier wäre eine Eingangsmöglichkeit, die eher dem Stealth-Gedanken folgt. Hier werfen wir einen detaillierten Blick auf die Wohncontainer des Bienenstocks. Die Bildschirme hier werden auch interaktiv sein. Möglichst alles bzw. so viel wie möglich soll benutzbar sein und Effekte im Spiel haben. Die Kantine hier ist aktuell nur mit statischen Props bestückt, die man aber später auch benutzen oder durch die Gegend werfen könnte. In diesem Rundgang hier wird man noch mehr Ausstattungselemente und Objekte hinzufügen und später werden hier auch KI-NPCs herumlaufen. Jetzt sind wir im Serverraum. Auch hier wird man mittels der Displays zum Beispiel für Ablenkung sorgen können, um sich durch diesen Bereich hindurchschleichen zu können. Das hier ist der Gravitationsgenerator. Im Raum davor befindet sich das Terminal, um diese Stationshaupteinheit zu steuern. Hier könnte man 90% der Station deaktivieren. Jetzt sind wir an dem Punkt, der vorhin erwähnt wurde und als nicht offensichtlich genug in dem Crow's Nest wieder als Geheimeingang verworfen wurde. Hier kommen wir jetzt in einen Bereich, der tatsächlich verlassen ist, wesentlich dunkler und heruntergekommener als die zuvor gezeigten Bereiche. Wie anfangs gesagt, wird es noch Spielumgebungen geben, die wesentlich größer sind als diese Station. Dabei sind die verwendeten Assets und Merkmale jeweils einzigartig, um die Lokationen auch grafisch klar voneinander abzugrenzen. Hier sehen wir einen isometrischen Schnitt durch die Station. Das wird verwendet, um insbesondere Routen und Verhalten der KI-NPCs zu planen. Die Decks werden dabei in Zonen aufgeteilt. Zum Beispiel ist Zone 2 Engineering und Zone 4 Mission Control. Hier werden jetzt beispielhaft NPC-Routen eingeblendet. Dazu werden auch Verhaltensweisen definiert, was NPCs tun, wenn sie den Spieler entdecken. Aktuell sind diese Zonen noch voneinander getrennt, das heißt, dass NPCs aus Zone 4 keinen NPCs aus Zone 2 zur Hilfe kommen können. CRG denkt dazu aber noch über Lösungsmöglichkeiten nach, zum Beispiel um zu erreichen, dass Sicherheitskräfte im Rücken des Spielers auftauchen können. Jetzt verlässt Ross die Sendung und für ihn stößt Lead-Designer Phil Meller hinzu. Phil stellt uns die Stanton vor, das Idris-Kampfschiff, welches unsere Basis in Squadron 42 sein wird. Diese Version der Idris ist größer als die Standardschiffe ihrer Klasse mit einer Mannschaftsstärke von 80 Mann inklusive des Spielers. Das bedeutet 79 Mann, mit denen man als Spieler interagieren kann. Dies bedingt auch durch die eingangs erwähnte Forderung von Chris, dass alles so glaubwürdig wie möglich sein sollte. Er wollte, dass jeder KI-NPC ein eigenes Gesicht, eine eigene Persönlichkeit bekommt.
Man soll sich als Spieler fühlen wie ein Teil der Crew und nicht als Außenstehender, der sich alles anschaut, aber sonst keine Funktion an Bord hat. Die Herausforderung dabei ist, dass man nicht nur in eine Interaktion oder Konversation mit diesen NPCs reingehen, sondern auch wieder ein Gespräch unterbrechen und aus der Unterhaltung rausgehen können muss. Dafür mussten jede Menge Sätze geschrieben werden, sowas wie: Hey, wo willst du denn hin? Ich wollte dir das doch noch erzählen. Oder: Toll, dass du wieder da bist. Natürlich kann man später zu der Unterhaltung zurückkehren, was ebenfalls zu Reaktionen führen müsste. Sowas wie: Wo kommst du denn jetzt her? Oder: Ach, wir wollten uns ja noch zu Ende unterhalten. Alles soll übergangslos ineinander übergehen. Technisch ist das eine große Herausforderung, nicht zuletzt auch, weil man aus verschiedenen Winkeln bzw. Positionen sich in eine solche Unterhaltung reinbegeben und auch wieder rausgehen kann. Wir bekommen jetzt eine Demo, die immer wiederholt wird, wie der Tag des Murmeltiers, um uns das Konzept vorzustellen, der Unterhaltungseingänge, Unterbrechungen, Wiedereintritt und Ausgang. In diesem Fall hier, in diesem ersten Fall, eröffnet der Spieler die Konversation, unterbricht sie einmal, kommt zurück und verlässt dann die Konversation. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without, well, blowing up. Never mind, I guess. Yeah, the entire phase completely rebuilt afterwards. Apparently the lieutenant looked completely different before Vega. Ah, Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. Im Folgenden verläuft diese Demo immer ähnlich, mit verschiedenen Eintritts- und Austrittspunkten, auch auf Entfernungen basierend, allerdings nicht wirklich mit einem Aha-Effekt versehen, weil die Unterschiede nur in Nuancen zu finden sind, weshalb ich an dieser Stelle darüber hinweggehen möchte. An dieser Stelle hier werden noch einmal die Trigger-Bereiche zusätzlich eingeblendet, in denen der PC auf den Spieler reagiert. Die grüne Fläche ist der Fokus-Trigger, innerhalb dessen Bereich der NPC den Spieler-Avatar registriert und reagiert. Dieser Bereich vergrößert und verkleinert sich dynamisch, je nach Situation. Kehren wir dem NPC den Rücken zu, verkleinert sich der Bereich. Die grundsätzlichen Reaktionsmuster und Satzteile, Wildlines, sind implementiert. Als nächstes geht's an Entwicklung und Implementierung der Gesten für die KI-NPCs. Und zum Abschluss gibt's ein Video, das Nathan Dearsley für uns zusammengestellt hat und die Asiado-Station vorstellt. Das war's jetzt wirklich für dieses Wochenende. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit 3.11, fröhliches Aufeinanderballern und Benny Hensch besichtigen. Wie gesagt, seid auf jeden Fall am Dienstag bei der Verse Night dabei, da geht es um die Imperatorwahl. Wählt nicht zu früh, die Wahlen gehen noch 2 Wochen, überlegt euch sorgfältig eure Stimme, denn wer auch immer diese Wahl gewinnt, das wird Auswirkungen auf unser Spieluniversum haben. Also, einen schönen Sonntag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Cheers.